Post bekommen. Zieht euch das rein. Ich muss mich hier hinter verstecken. Vielen Dank für diese netten Gaben. Wir sind ja immer in Kontakt. Und ja, zum Beispiel habe ich hier ein Brombeerlikör gekriegt. Probiere mal so ein bisschen in die Kamera zu halten. Die Farbe, unglaublich. Sehr rot. Ist ein Bramble 2017. Das Paket war leider ein bisschen beschädigt. Das war dann in so einer Folie. Kam alles super an. Die Post hat quasi nur drüber geklebt. Übrigens, das Paket war kaputt, zerknittert. Bramble, R steht für Rum. Das heißt, es ist ein Brombeerlikör angesetzt im Rum. Vielen Dank von dir. Sportler, finde ich klasse, was du da auch in den Foren schreibst, wie du das machst. Das ist jetzt die Rum-Variante. Ich habe bisher nur dran gerochen. Riecht super süß. Likör. Ich bin gespannt drauf. Hauptsächlich ist ja mein Thema Whisky. Vielen Dank dafür. Freue ich mich sehr drüber. Des Weiteren habe ich hier Post bekommen. Von einem Brenner. Und zwar Herbert. Vielen Dank dafür. Wir haben drüber diskutiert, dass du ja Whisky selbst hergemacht hast aus Roggenmalzen, der jetzt schon über Jahre im Keller lag. Und heute hast du mir geschrieben, dass du erschrocken warst, dass sozusagen das Fass nur noch halb voll war. Oder halb leer, je nach Philosophie. Ne? Halb voll, halb leer, ist auf jeden Fall erschreckend. Du hast mir eine Fassprobe gezogen. Wow. Also schwimmen ein paar Partikel drin, genauso wie man das sich wünscht von der Fassprobe. Genial. Wir sind in Kontakt. Vielen Dank dafür. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich freue mich schon drauf. Ja, die erste Nase. Ist Whisky. Freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank für deine eigene Fassprobe, die über Jahre im Keller war. Ich weiß nichts darüber. Ich bin gespannt, was ich da rausschmecken werde demnächst. Einfach mal zu probieren, extra neutral. Ich weiß nicht, was drin ist. Hier, oh, sehr schwer. Von Mario, vielen Dank. Wir waren jetzt in letzter Zeit ja viel im Kontakt. Und das war genial. Was wir da immer schreiben und tolle Sachen. Und wir kamen ja auch wieder kein Whisky, sondern auf das Thema Cognac. Ich bin einfach erstaunt. Du hast mir hier eine ganze Flasche Rémy Martin Cognac geschickt. Also, vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich da riesig drauf. Und daneben hast du mir hier noch eine Probe geschickt. Zack. Moët Hennessy XO. Also zwei Cognacs. Unglaublich. Ich bin echt gespannt. Vielen Dank, Mario, dafür. Zusammen mit dem Whisky, dem Bramble, werde ich hier eine schöne Auswahl an neuen Spirituosen entdecken, die halt quasi nicht Whisky sind, sondern was anderes. Ich freue mich riesig drauf. Vielen Dank für eure Post. Und ja, ich sage einfach danke. Das war die Mailtime. Ich bin echt erstaunt, wie viel es diesmal war die Woche. In der Regel gibt es wesentlich weniger. Das kam halt alles irgendwie aufeinander. Hat mich gefreut. Dankeschön. Ja, die Woche der Pakete sozusagen plus Whisky-Wanderung ist halt das Thema. Ich habe mir ein Paket besorgt. Liegt einfach daran, man kauft ja doch ständig irgendwas und die Frage ist, was habe ich mir geholt? Wahrscheinlich darf man das Vorsichtglas gar nicht so auspacken. Was habe ich mir geholt? Natürlich, wie jeder, ich muss ihn auch probieren. Artback DOA oder DO wird es, glaube ich, gesprochen. Muss ich mich noch ein bisschen rein recherchieren. Ja, typisch grüne Artback-Flasche. Und ja, hier die Lore. Ich weiß, sehr umstrittener Whisky, viele fanden ihn blöd oder nicht so cool. Ich bin Lafroig-Fan. Ich muss echt sagen, Artback Lore hat mir damals echt gut gefallen. Ich fand den Preis einfach ein bisschen überzogen mit 100 Euro. Ich werde euch noch ein paar andere Eindrücke von anderen Paketen, von anderen Tagen reintrinken und mal schauen. Bleibt dran. Vielen Dank, Sascha. Wir haben uns ja schon öfter Samples hin und her geschickt. Diesmal habe ich wieder ein Paket von dir bekommen und das ist echt schwer. Ich bin gespannt, was hier für Samples dabei sind. Ups. So, das Messer geht auch zur Neige. War schon einiges auszupacken die Woche. Und ja, zack, ich bin gespannt. Ich weiß selbst nicht, was drin ist. Ich weiß nur, dass der Sascha mir Samples geschickt hat, aber was genau drin ist, weiß ich nicht. 20 Jahre Ben Nevis vom Whisky Hort. Der neue Springbank Bourbon Barrel, 14 Jahre. Der Teeling Prabosson, wie wieder gesprochen? Prabosson, das hört ja gar nicht auf.
Bruchladdy Octomore Masterclass 8.1 The Ultimate Legic 10 Jahre. Geil. Ich bin ein Legic-Fan. Ein 19 Jahre alter Glen Rosses von Signatory Vintage. Vielen Dank, Sascha, dafür. Halt's mal hoch, die Auswahl. Genial, was ich von euch bekommen habe diese Woche. Ihr seht hier alles aufgebaut. Einiges kam zustande. Ein bisschen was habe ich mir selbst geholt. Aber der hauptsächliche Teil kam von euch. Ich bin überwältigt. Vielen Dank. Keine Angst, es sieht nicht jede Woche so aus. Ich glaube, da wird mich meine Frau umbringen. Ständig diese kleinen Pakete. Aber ab und zu sieht es schon so ein bisschen aus. Ja, hier fange ich einfach mal an. Ein bisschen Cognac ja kennengelernt. Vielen Dank, Mario. Genial, der Hennessy XO hat mir richtig gut gefallen. Der WSOP, leckeres Teil. Aber der hier kommt ja fast schon an so eine Art Whisky ran. Geschmacklich und Komplexität, genial. Beides tolle Dinge. Da habe ich mal genippt. Werde ich demnächst auch mal gucken. Oder ich probiere ein bisschen zu verkosten. Dann hier vom Herbert einen selbstgebrannten Whisky, den er mit Roggenmalzen hergestellt hat. Dann in 100 Liter Batches in die Fässer, wo dann die Hälfte vom Angel Share sozusagen weggenommen wurde, weil er sehr hochprozentig ins Fass kam. Spannende Sache. Auf jeden Fall, da werde ich auch nochmal mit dir im Kontakt bleiben. Wir haben da ja eine Idee. Sehr cool, vielen Dank dafür. Und auch hier den Bramble 2017 aus dem Rumfass. Habe ich probiert. Sehr schön. Hat mir wirklich gefallen. Hat mich inspiriert. Ich habe mir das Rezept geben lassen. Werde ich auch mal ein Video dazu drehen, dass wir das irgendwie nachholen können hier gemeinsam. Sehr cool. Und dann natürlich hier vom Sascha die Samples. Wie gesagt, der Ben Nevis vom Whisky Hort. Der Teeling. Schöner Ire, hoffe ich. Der neue Springbank. Da freue ich mich riesig drauf. Genauso wie auf den Ben Nevis. Ben Nevis stehe ich einfach drauf. Octomore 8.1. Genial, bin ich auch gespannt drauf. Bin eigentlich auf alle gespannt. Geiler Glen Rosses hoffentlich. Und ein Legic. Genial. Vielen Dank, Sascha, dafür. Und ja, meine Flaschen, die ich mir schon besorgt habe. Wie gesagt, die Lafleur Glore. Ein No-Age-Statement-Whisky, der mich aber wirklich damals begeistert hat. Ich bin gespannt. Ich werde ein Video davon machen. Dann könnt ihr eure Eindrücke teilen, wie ihr ihn vielleicht gefunden habt. Würde mich freuen. Und der neue Artback. No Way oder No. Spannende Sache. 46,6 Volumenprozent. Das heißt, er reiht sich zwischen Artback 10 und Ugedal ein. Ich werde es herausfinden.